Hallo Welt, da sind wir wieder. Oh, und wir haben es geschafft. Wir haben das Inventar voll mit Sauerstoff. Naja, voll ist es noch nicht ganz, aber fast, wie man sieht, doch schon ordentlich. Hey, und woher auch immer, wir haben ein Vykin-Bildnis. Damit können wir die... Na, die Vortex, oder? Die können wir dann nachher bestechen. Ha, voll ist es noch nicht ganz, aber guck mal, wie viel Sauerstoff wir gesammelt haben. Und das Schöne dabei ist, wir haben endlich hier einen Speicherpunkt auch gefunden. Ganz in der Nähe. Da oben sind die wertvollen, wertvollen Perlen. Und die wollen wir uns vielleicht jetzt holen. Wir haben ja jetzt hier einen Speicherpunkt. Ah, irgendwie freue ich mich. Weiß ich nicht, über den Speicherpunkt oder über die... Ja, vor allem über das Sauerstoffzeug. Ach, vielleicht werden uns die Blumen oben im Radar angezeigt. Vielleicht ist es das, die Blumen mit den Perlen. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber wir haben es vor allem auf Sauerstoff, haben wir es abgesehen hier. Nanu? Da ist doch auch noch Sauerstoff drin, oder? Müssen wir das erst wegschießen wahrscheinlich. Ja, wir sind nicht auf Buschjagd. Was ist das hier eigentlich? Ah, Flickitnosa, okay. Nee. Nicht? Wir gucken nochmal nach den Perlen jetzt, bevor wir... Oder? Den Busch. Komm, wir befreien mal den Pilz. So. Dann nehmen wir uns den Sauerstoff. Der wächst ja wieder nach. Denke ich. Hoffe ich. Vielleicht. Eines Tages mal. Da sind wir wieder. Ja, aber nicht in unserer Basis. Und was mich ein bisschen wundert, das wollte ich noch in der letzten Folge gesagt haben. Wer die letzte Folge gesehen hat, es ist ja so scheinbar, dass man, ja, dass man automatisch irgendwie im Netzwerk ist und dass automatisch dann die Leute auch hinzukommen können. Einerseits ja ganz interessant, da das ja sowieso endlos groß ist, also die Chance, sich hier zu begegnen, ist, ja, ist gleich null, oder? Fast. Ja, nicht ganz null, aber doch unter null schon. Also minus null. Eigentlich ist eher die Chance, dass man, was geht denn da drunter noch? Dass man sich also nicht begegnet hier. Die ist sehr groß. Was rede ich denn da? Das ist gar nicht so einfach, hier zu gucken und zu überlegen. Ja, das sind alles nur Ausreden. Überleg ich mal, was hast du da gesagt gerade? Ich sagte, wenn man... Oh, da sind sie. Na, nicht ablenken jetzt. Wenn was? Die... Wenn man die Größe des Ganzen hier mal sich vorstellt... Dann ist die Chance, dass man sich hier begegnet, so verschwindend gering wie... Ja, ich glaube, da hat man eher einen Sechser im Lotto. So ungefähr. Meine ich das zumindest. Ja, okay, dass man jetzt auf mich stößt, wenn das sowieso hier online ist alles. Das ist, glaube ich, keine große Schwierigkeit, da ich... Es ist doch klar, dass hier wieder einer angreift, oder? Die bewachen die Eier hier, die. Das ist aber nicht das Feld, das ich meine. Das hier ist ein ganz anderes Feld. Okay, dass man also mich hier findet, wenn das sowieso gehostet wird, was ich hier mache, dann ist das schon wahrscheinlicher, da ich ja am Stück doch sehr lange immer dabei bin mit meinen Aufnahmesitzungen. Dafür ja nicht so häufig. Oh, nein, nicht drauf schießen. Hoppla. Ach, das sind diese empfindungsfähigen Pflanzen.
Die wollten wir doch eigentlich in Ruhe lassen. Ja, aber ich wusste ja auch nicht, dass die so wertvolle Perlen da drin haben. Und es sind Pflanzen. Heißen Pflanzen und nicht Lebewesen. Ah, weiße Perle, Eiweißperle. Ja, die wachsen doch ganz schnell wieder nach. Das ist nicht so schlimm. Die Pflanzen leben auch weiter. Wow, nicht so einer. Wow, das Pferd kommt wieder. Oh nein. Wow. Wo war der Speicherpunkt? Die Speichermöglichkeit, wo war das? Die werden wir jetzt nie wieder los. Ah, die folgen uns überall hin wahrscheinlich jetzt. Dabei war die Ausbeute diesmal gar nicht so groß wie beim letzten Mal. Da ist ein Spalt, das ist schon mal gut. Kümmern wir uns sofort drum, keine Sorge. Ach, Wächter deaktiviert? Jetzt schon? Moment. Lebenserhaltung. Sauerstoff. Prima. Was haben wir denn an Sauerstoff? Wie viele Eier? 4 Eier haben wir bekommen. 5 können wir stapeln und 3 Plätze haben wir noch frei. Und tatsächlich für ein Ei bekommen wir... hey, mehr sogar noch. Ach nee, für alle 4 bekommen wir 36.000. Ich dachte schon. Nee, knapp 10.000 für ein Ei. Für eine Eiweißperle. Also Ei ist ja drin in dem Wort. Sollen wir jetzt hier etwa diese Kästen auch noch rausholen? Ich weiß nicht so recht. Nee. Ja, auf diesem Planeten übrigens können wir die Mission gar nicht abschließen, weil ich glaube, wir haben schon alle Lebensformen hier gescannt. Ja, mein Wunsch wäre es nochmal dort abspeichern gehen zu können und dann holen wir uns das nächste Perlenteil. Und dann gehen wir irgendwann zu dem Händler, den wir da zufällig gefunden haben. Oah, und schnappen uns die Waffe vielleicht. Wahrscheinlich sind wir sowieso wieder zu geizig. Oh, was ist das denn hier? Einmal ausprobieren. Da war auch irgendwo was Schwarzes. Ah, das ist Natrium. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Nee, das müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Schon gut. Ja, irgendwas Schwarzes haben wir vorhin gesehen. Vielleicht war das schwarze Materie. Oder einfach nur Materie? Nee, ich glaube, schwarze Materie heißt die dann schon. Wo ist denn der Speicherpunkt vorhin gewesen? Interessant. Ja, wenn wir sterben, wissen wir, wo der gewesen ist. Oh, Moment. Haben wir die Waffe aufgeladen? Die Waffe, das Minenwerkzeug, ja, ist aufgeladen. Fast alles. Moment, wenn wir fliehen wollen, sollten wir das hier auch aufladen. Den Terrainformer. Oh, die suchen uns immer noch. War das da? Doch was Neues haben wir doch entdeckt oben. Fällt mir gerade ein. Oben im Radar, da war doch gerade irgendwie das Symbol eine Blume. Ja, was heißt gerade? Ich glaube, das war in der letzten Folge oder vorletzten Folge, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, ist nicht gerade. Also ist schon eine Weile her jetzt mittlerweile wieder. So viele Bäume. Schön. Ich glaube, da sind die Blumen. Ich glaube, da unten sieht man jetzt nicht, aber ich dachte, dort könnte man abspeichern. Ich dachte gerade, da hätte sich was bewegt. Also die Perlen, die waren... Ich bin total verwirrt jetzt gerade. Waren die hier? Ja, alle sind sie noch geöffnet. Uai, das war nur eine Pflanze. Keine Angst vor Pflanzen. Wow, schon wieder der...
Wow. Oh, der kann ja richtig springen. Fiese Sache. Wow, das war zu tief. Die Perlen sind super bewacht. Lass das! Du machst dir alles kaputt. Wir waren es nicht. Das gehört uns. Das ist unser. Das ist unser Schatz. Hey, hör auf uns zu folgen, ja? Wir brauchen keinen Wächter. Lass das. Nein, guck uns nicht an. Hier, gebüscht. Hey, was ist denn das? Ich kann... Was? Wieso? Nein! Perle. Keine Chance. Wo ist er? Wo ist er? Oh oh, und wir können uns keine Injektion... Oh nein, die haben die... Jetzt kommen die Biowaffen. Verstärkung gerufen, ja. Wow, sowas können wir. Wir haben das falsche Ding ausgesucht. Ja, genau. Ab ins Loch mit dir. Oh nein, das hat er gemerkt. Das merkt er sich vielleicht. Für alle Zeiten. Moment. Ah, falsches Menü. Hier. Nein, da. Aufladen. Das dauert zu lange. Raus. Weiter. Bleiben in der Nähe, da war noch eine Perle. Jetzt wird er übermütig. Nein, wir haben doch abgespeichert. Da unten ist doch endlich ein Speicherpunkt gewesen. Aber die andere Quelle, die wir da gefunden haben, die war ergiebiger. Das war ja jetzt ein kleines Feld. Oh, da oben qualmt aber was. Haben wir den doch erwischt vielleicht? Ah, wir haben doch keine Waffe. Wir sind doch total friedlich. Wir sammeln nur Blümchen und so. Na, sehen Sie uns oder sehen Sie uns nicht? Er hüpft. Er ist nervös. Ah, okay, er hat uns vergessen. Er hat uns vergessen. Sehr gut. Ihr seid friedlich. Schön brav. Boah. Es war aber mal jetzt so aufregend für mich ein bisschen. Oh, ist hier unten nicht der Speicherpunkt gewesen? Nein, das sieht mir nicht danach aus. Aber hier ist auch was. Wir können noch ein Wort lernen. Ach, endlich ein Wort lernen. Atlas haben wir gelernt. Oh, das ist ein wichtiges Wort. Denn wir brauchen ja noch diesen Atlas-Ausweis. Oh, was war das denn? Atlas V1 oder wie der heißt. Ah, sollte das etwa die Höhle sein? Die Höhle unserer Begierde. Nein, die Höhle, die in der wir... Wieso können wir nicht umschalten? Wieso treffen wir die richtige Taste nicht? Erzähl schon. Naja, die Höhle, in der wir am Ausgang waren... Was war das für ein Satz? Die Höhle. Nämlich die Höhle, in der wir doch am Ausgang... Ne, wir versuchen ganz ruhig. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber einmal zusammenreißen, durchatmen und dann nochmal bitte. Was für eine Höhle. Also die Höhle, an dessen Ausgang diese schwebenden Steine waren, die auch so wertvolles Material in sich hatten. Na ja, gut, es geht doch. Manchmal. Oh. Oh, ey, wieso schon wieder? Was ist hier drin? Wir haben doch überall geguckt. Wo, was war das jetzt? Hör mir auf.
Was hat uns da... Was war das? Da, wir sind durch die ganze Höhle, war doch nichts. Da hat, was ist hier los? Naja, wenn diese Momente nicht wären, dann wird ja nie was passieren hier. Ach, da passiert schon genug. Ich denke, das ist sowas, wo man friedlich sich die Planeten anguckt. Was war das denn jetzt? Da ist auch nichts. Aber es hat doch Geräusche von sich gegeben. Ja, deswegen verschwinden wir auch lieber wieder hier raus aus der Höhle. Was auch immer das war. Puh, ich bin wieder wach. Okay. Also, schwebende Steine, wollte ich sagen, waren vor der Höhle. Aha. Ja, ich verstehe mich schon ganz gut. So, haben wir da unten geguckt? Ach, hört mir doch auf, alle. Wenn hier so viele sind, dann ist hier bestimmt was ganz, ganz Gutes versteckt da drin. Ach, das ist ja nur einer. Hey, das war ich nicht. Der ist plötzlich umgekippt, hast du gesehen? Siehst du, habe ich doch gleich gesagt, ich war das nicht. Da drüben ist er lang. Flieg mal da. Guck mal. Wow. Schockschwere Not. Dürfen wir das aufmachen hier? Haha. Wir haben es geschafft. Unser Inventar ist voll. Ja, dann können wir ja gar nicht anders. Wir müssen nach Hause, oder? Können wir irgendwas umlagern. Das ist keine gute Idee, hier ins Inventar zu gucken. Gerade dann rufen sie... rufen sie die Polizei. Nein, gerade dann greifen sie an. Speicherpunkt suchen. Ja, das in der Höhle gerade, das war schon wieder zu viel Aufregung für mich. Ja, also am liebsten hätte ich den Speicherpunkt und dann geht's wirklich, ja, ab nach Hause. Jetzt, wo wir gespeichert haben, können wir die andere Höhle ja nochmal suchen. Was ist das denn hier? Kennen wir das schon? Das kennen wir noch nicht. Doch, können wir auch schon, haben wir auch schon. Wir kommen in der Mission einfach nicht weiter. Wir haben hier schon alles gescannt. Wir müssen auf einen anderen... Was? Ihr seid friedlich, oder? Ihr beschützt mich. Vielleicht müssen wir doch auf einen anderen Planeten, liebe Welt da draußen, und da dann scannen die Wesen, denn vier, glaube ich, das sind... Die haben wir alle. Meine ich. Glaube ich nicht. Bin ich mir fast schon sicher. Ja, jetzt trödel nicht rum. Da unten ist der Speicherpunkt übrigens. Juhu. Ach so, nicht so schnell. Boah. Ja, da waren die letzten Folgen ja ganz interessant, oder? Finde ich. Was ist das hier für ein Zeug? Natrium brauchen wir nicht. Schon gut. Brauchen wir nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur... Das ist nur eine Taschenlampe. Keine Angst. Mit grünem Licht. Ja, ich bin gespannt, wie wird denn das nachher sein? Also... Ich denke mal, also ich spüre ja auch, dass es immer schwerer wird, so von Zeit zu Zeit. Mit der Zeit meine ich. Wie wird denn das erstmal nachher sein? Bis jetzt haben wir ja noch nicht mal eine Waffe. So, aber am Ende der Folge sind wir. In der nächsten Folge werden wir weiter überlegen, wie wir wieder zurückkommen in unsere Basis. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.